Aline? Es tut wahnsinnig gut, Sie zu hören. Ich hatte einen Traum, Aline. Zum ersten Mal kann ich mich an einen meiner Träume erinnern. Dann müssen Sie auf dem richtigen Weg sein. Wo sind Sie? Ich bin auf einem Felsvorsprung bei der Schlucht. Glück gehabt. Wir müssen Alan Statue unbedingt vor Sonnenaufgang zurückholen. Edenshaw sagte, dass die Brunnen Heilkräfte hätten. Das klingt doch gut. Thank you.
Und jetzt wirst du sterben. Tun Sie es nicht, Adam! Aline? Kambi? Alan hat eben versucht, mich zu töten. Das wäre nicht das erste Mal. Und auch nicht das letzte. Ich glaube langsam an Schutzengel. Meinen Sie nicht, es sind eher die Götter des Lichts? Keine Frage. Da habe ich keine Zweifel. Thank you.
Nein, warten Sie! Wenn ich Zeit hätte, würde ich Sie zu Ihrem Mut beglückwünschen. Doch es wird etwas knapp. Und außerdem ist es zu spät für Sie und die anderen. Nichts kann mich aufhalten. Sieh her. Schau dir an, was du deinem eigenen Bruder angetan hast. Obed? Aber... Thank you.
Plan B? Hier Johnson. Was? Hier spricht Johnson. Frederick Johnson. Ja, was zum... Ich habe Ihren Funkverkehr die ganze Zeit mitgehört. Sie Verdammte! Sie sagen mir besser sofort, was mit Fisky passiert ist. Ich bin nicht sicher. Ich glaube, Lamb hat ihn liquidiert. Aber warum? Ich muss Ihnen was sagen, Canby. Bis vor kurzem habe ich für die Regierung gearbeitet. Ich sollte Christopher Lambs Organisation unterwandern, aber mein Boss wurde abgesägt. Jemand hat uns verraten und ich bin aufgeflogen. Blödsinn! Erzählen Sie von Fisky! Ich glaube, Lamb hat Ihren Freund beseitigt, weil er zu viel über Shadow Island und die Mortons wusste. Sie wissen bestimmt, dass Fisky einmal Mitglied im Büro 713 war. Und Sie? Sie haben einfach zugesehen. Ich wusste nicht, was los war. Und selbst wenn ich's gewusst hätte, ich hätte nichts tun können. Haben Sie die Tafel? Machen Sie Witze oder sind Sie wirklich so blöd? Sagen Sie bloß, Sie wissen nicht, dass Lamb die Übersetzung hat. Naja, dann sieht es sehr schlecht aus. Tun Sie Ihren Job, ich tue meinen. Ende.
Kambi, hier spricht Johnson. Was wollen Sie jetzt schon wieder? Ich muss Sie warnen. Lam hat noch mindestens einen weiteren Kontaktpunkt gefunden. Na toll, er weiß, wo die Tore sind und wie man sie öffnet. Aber was sucht er? Ich weiß nicht genau. Das sollte ich ja gerade herausfinden. Ich glaube, er will die Arbeit der Mortons für sich benutzen. Und warum haben Sie mir nicht früher Bescheid gesagt, wenn Sie das wussten? Ich dachte, meine Tarnung wäre gut. Aber Lam ließ mich überwachen. Und als ich dann meinen Boss anrief... Schluss damit. Sie brechen mir das Herz. Hören Sie, Kambi. Ich weiß, dass ich Ihnen und Aline was schulde. Ich habe einen zuverlässigen Freund, der eine Hubschrauberfirma betreibt. Wir kommen Sie in 1 bis 2 Stunden holen. Halten Sie so lange noch durch? Ach was. Ende. Yeah.
bin in einem sehr großen Raum mit gigantischen Säulen. Dann sind sie fast da. Beeilung! Thank you.
habe die Statue. Aline, hier bin ich. Hier stürzt gleich alles ein. Hauen Sie ab, schnell! Da war ein Hubschrauber an der Westküste. Jetzt zählt jede Sekunde. Beeilen Sie sich, denn die Sonne geht bald auf. Und Sie bleiben hier? Dank Ihnen kann ich jetzt mein Schicksal erfüllen. Nun geht. Das war jetzt aber wirklich fällig. Meine Güte! Sie sind Geologe mit dem Fachgebiet der Plattentektonik. Können Sie erklären, was passiert ist? Die Insel lag genau auf dem Kamm eines kleinen tektonischen Grabens. Dieser Graben hat sich plötzlich um ein Dutzend Meter geweitet und die Insel ist abgesunken. Jede andere Erklärung ist völliger Unsinn. Okay, aber Miss Wallace, ich denke, Sie können Fishburne jetzt eine Belohnung schicken. Oh,